Ja, wie war das? Wir hatten also aus den Daten Rahmen erzeugt und dann daraus Signale und waren ja jetzt schließlich und endlich bei dem ersten Vermittlungselement angekommen, bei dem Router. Wie geht es eigentlich von da weiter? Ja, die Daten, so wie wir sie abgeschickt haben, kommen letzten Endes natürlich auch genauso bei unserem Router an. Jetzt ist ein Router ein Element, was auf der dritten Schicht im OSI-Modell angesiedelt ist. Soll heißen, der interessiert sich eigentlich gar nicht für alle Schichten, die darüber liegen, sondern der guckt nur bis zur dritten Schicht nach. Und das, was da passiert ist, er entpackt letzten Endes die Daten, die bei ihm angekommen sind. Er macht eine sogenannte Datenentkapselung. Das kann man sich da derart vorstellen, dass alle Informationen, die wir auf den verschiedenen Schichten hinzugefügt haben, also Header oder auch Trailer, eben einfach entfernt werden von diesem Router. Er guckt in das Paket rein, macht also erstmal auf der untersten Schicht eine Signaldekodierung, guckt sich die Bitfolge an, wandert dann auf die zweite Schicht, findet dort MAC-Adressen. Es geht ja darum, dass wir etwas irgendwohin vermitteln wollen. Geht dann in die dritte Schicht und findet dort die IP-Adressen. Und anhand dieser Informationen, auch Routing-Protokolle, die dort noch angesiedelt sind, anhand dieser Informationen trifft er dann eben seine Weiterleitungsentscheidung, nimmt das Paket und packt es wieder ein. Also der ganze Weg geht jetzt von der dritten Schicht an nochmal umgekehrt. Es findet wieder eine sogenannte Datenkapselung statt. Bedeutet, es wird wieder die IP-Adresse auf der dritten Schicht gesetzt. Genau genommen sind es IP-Adressen, nämlich die Absender- und die Empfängeradresse. Das gleiche gilt für die MAC-Adressen auf der zweiten Schicht. Und dann findet natürlich wieder auf der untersten Schicht eine Signalkodierung statt und die Bitfolge wird wieder anhand der getroffenen Weiterleitungsentscheidung auf das Medium gesetzt und das Paket wird weitergeschickt. Genau, und es geht dann weiter und kann dann unter Umständen nochmal sozusagen mehrfach genau diese Geschichte auch durchlaufen. Das heißt also, es sind mehrere Router, die sich dort die Pakete zuschicken und jedes Mal wird das Ganze eben entkapselt. Das heißt, die Signale werden eben in Bitfolgen umgewandelt und es wird eine MAC-Adresse ermittelt, nämlich die des nächsten Routers quasi auch. Und dann wird über die IP-Adresse ein Weg durch dieses Netz gefunden. Und das heißt, auf diesem Weg muss das Ganze natürlich wieder entsprechend eingepackt werden. Das heißt, der Prozess wieder umgekehrt, Datenkapselung. Und das bedeutet, zu schauen, wo ist die IP-Adresse, an die ich das weiterreichen muss, was ist dann die entsprechende MAC-Adresse, die dahinter liegt. Und daraus werden dann auch wieder aus diesem kompletten Paket Signale gemacht, die über ein physikalisches Medium übertragen werden. So, dann geht das Ganze also irgendwann mal zu unserem eigentlichen E-Mail-Server und kommt bei diesem E-Mail-Server an. Und auch hier ist es natürlich so, dass zunächst einmal die physikalischen Signale ankommen. Und auch hier muss natürlich eine Entkapselung stattfinden. Das heißt also, es wird eine Signaldekodierung vorgenommen. Aus diesen Signalen wird wieder eine Bitfolge gemacht. Und es wird die entsprechende MAC-Adresse isoliert. Es wird also geguckt, ist das für mich tatsächlich? Und das machen wir eben anhand der MAC-Adresse beziehungsweise aus dem Netz heraus auch anhand der IP-Adresse. Und dann wird also geguckt, welcher Port ist das eigentlich? Welcher logische Kanal wird hier bedient? Für E-Mail gibt es einen reservierten physikal beziehungsweise nicht einen physikalischen, sondern einen TCP-Port. Und das Ganze wird ja dann abgewickelt über die drei anwendungsorientierten Schichten zu dem Protokoll Simple Mail Transfer. Und damit ist also unsere Information letztlich durchs Netz zum E-Mail-Server gelandet und von da aus kann sie dann letztlich auch wieder auf einem umgekehrten Weg beispielsweise abgerufen werden. So, das heißt, wir haben jetzt mal die 7 Schichten dieses Netzwerks, dieses Referenzmodells durchlaufen und hier haben wir die nochmal gemeinsam aufgeführt. Auf der linken Seite die englischen Bezeichnungen und auf der rechten Seite die deutschen üblichen Bezeichnungen und das sind jetzt die beiden Begrifflichkeiten, die wir im Folgenden immer wieder verwenden, um also diese Themen, die wir dort behandeln, einzuordnen. Genau, und was wir hier auch sehen, auf der linken Seite beispielhaft den Sender, auf der rechten Seite beispielhaft den Empfänger. Wir sehen, beide haben eben ihr OSI-Modell, beide haben dieselben Schichten. Und das, womit wir im letzten Video eingestiegen sind, dass also eine horizontale Kommunikation zwischen den zugehörigen Schichten auf beiden Seiten stattfindet, das sehen wir hier auch nochmal, eben einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Also die Kommunikation beim Sender von oben nach unten durchs OSI-Modell, übers Übertragungsmedium. Dann von unten nach oben bei der Datenentkapselung beim Empfänger wieder auch durchs OSI-Modell.